Moin, willkommen zurück im alten Ägypten. Jawohl, wir machen weiter in unserem Spiel hier und gehen jetzt mal in Seths Kammer. So, mal gucken. Oh. Er schläft. Ich glaube kaum, dass ein Gott schlafen muss, gell? So, was haben wir denn hier? Oh, da ist doch ein Pin. Die Rillen sehen frisch aus. Gibt es etwas, das sich halt hinter diesen Ass, hinter dieser Anstrengung der Wandreparatur verbirgt? Hm, schon möglich. Aber erstmal sollten wir hier nach dem Stern Ausschau halten. Jawohl, Hammer. Wir gehen gleich zur Mutti, keine Sorge. Hier gehört etwas hinein. Ein Hebel und noch ein Hebel. Und dann haben wir hier ein... Was ist das? Oh, was ist das? Werkzeuglagerschlüssel. Ach, das ist für... Ja. Okay, Mutti geht's hier gut. Und da ist auch der Bruder. Hm, okay. Neues Ziel, öffne die Sarkophage. Die Steinschlüssel fehlen. Ich muss ihnen schnell raushelfen. Okay, gut. Er saugt ihnen wohl gerade die Energie ab. Na gut. Gehen wir mal zur Seite. Wo war das noch? Hier war das, ne? Ja, genau. Hier war das. Guck mal. Werkzeuglagerschlüssel. Ich bin mir sicher, hier werden das andere halten. Cool. Nix. So, ein Dingens. Noch ein zweites Dingens. Ach, das ist schon alles? Okay. Ja, ist gut. Na, dann mal nix hier rein. So, woran erkennen wir die denn? Meißel? Hammer und Meißel. Warte mal, die werden kaum hier reingehören, ne? Nein. Hammer und Meißel gehören nicht da hinein. Aber Hammer und Meißel können wir hierfür verwenden. Guck mal. So, kurz ansetzen. Hoffentlich wecken wir ihn nicht durch das, durch den Krach. Mm. Und, ja, Wimmel. Okay, alles klar. So, was sollen wir denn finden? Auge des Horus, Skarabäus und Pyramiden. Naja, die Pyramiden sind doch irgendwo versteckt, ne? Also, Auge des Horus, Skarabäus, Schlange, Palme, Katze. Skarabäus. Ja. Das Auge ist hier. Okay. Katze ist da oben. Hm, Schlange, Palme habe ich doch. Hier ist die Palme. Hm, Schlange weiß ich jetzt so noch nicht. Okay. Schlange, Löwe, Boot und Vase. Schlange, Löwe, ist, zählt das als Löwe? Zählt nicht. Da ist die Vase auf jeden Fall. Löwe, Boot, das ist die Katze. Brauchen wir eine Eule? Wir brauchen nur eine Eule, die ist nämlich hier gerade. Aber das Boot ist hier. So, und jetzt weiter. Da ist der Löwe. Oh, nur die Schlange. Und die versteckten Objekte. Ja, guck mal, hier ist irgendwas. Was? Brot? Ach, okay. Ach, wie putzig. Okay, haben wir das Ding auch. Gut. Was ist denn ein Diet? Diet-Idee? Ein Diet? Oh, hier ist die Schlange. Ist hier etwas dahinter? Nö. Was ist denn ein Diet? Keine Ahnung. So, können wir hier irgendwo was mit anfangen? Da können wir was mit anfangen. Zup, zup, zup. Da sind die Pyramiden. Okay. Okay. Das ist ein Diet. Aha. Okay. Was macht man mit einem Diet? Plus... Können wir auseinanderziehen? Okay, bekommen dann noch so ein Aufkleber. Ah, und dann kommen zwei Hebel draus. Okay, na schön. Gut, also Hebel, na komm, Hebel Nummer 1 hier, Hebel Nummer 2 dort. Und die Anleitung vermutlich hier irgendwo in die Mitte, ne? Nicht? Hm, hätte ich jetzt echt gedacht. So, Hebel. Ach du liebe Zeit, okay. Nach oben, ja. Unten, okay, dann können wir das schon rausnehmen, das ist super. Und ich kriege da auch noch was, keine Sorge. So, siehste, haben wir das auch. Okay, aber der wird doch sicherlich aufwachen, wenn wir ihm jetzt hier seine Energiequelle entziehen. Mama. Und, ja, okay, und ihm hier da. Was trägt denn der da für einen Halsschmuck? Okay, so, Code. Bitte? Ich weiß nicht so genau, was hier jetzt gemacht werden soll. Und was? Kreis? Hä? Grüner Kreis oder was? Grüner Kreis?
Und vier Stück davon. Ach, so geht das. Okay, alles klar. Gut, Dreiecke haben wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die sind lila. Lila und fünf. Zählen die hier auch als zusammengesetzte Dreiecke, oder was? Dann haben wir neun. Sechs. Eins, zwei, drei. Oh, tatsächlich sechs. Entschuldigung. Ups. Ja, schon klar. Da ist er. Moin. Na? Ich glaube nicht, dass das jetzt besser ist, ne? Neues Ziel, erreiche die Oberfläche. Oh, wir wollen aber nicht wie dieser Kumpel hier enden. Wer weiß, wie lange der Typ schon hier hängt. Habe ich es nicht gerade gesagt? Siehst du? Also, wir nehmen erstmal den Werkzeugkasten. Super, da wird sich schon irgendwas drin finden. Zum Beispiel dieses Messer. Hui! Aber hier brauche ich noch irgendwas Rundes. Okay, gut, also mit dem Messer können wir ja schon mal die Lianen losschneiden. Das ist ja schon alles. Oh, das war schmerzhaft. Wo bin ich hier? Paris? Nur so eine Idee. Gut, hier haben wir Öl. Das ist eine entzündliche Flüssigkeit. Das könnte noch nützlich werden. Ja, in der Tat. In der Tat. Aber ansonsten kein Tageslicht. Ich muss den. Jetzt muss ich den Kohleofen erreichen. Was ist das denn hier? Okay. Da liegt auch noch was drunter. Eine Münze. Ah, okay. Gut. Ja, ja. Ist das die Münze hierfür? Ist sie. Super. Ist da runtergefallen. Und wie praktisch. Na, wenn das nicht mal ein cooler Zufall ist. Oh. Öl ist, das könnte noch nützlich sein. Okay. Den da reintunken. Ja, das geht. Okay. So, und jetzt können wir den anzünden wetten. Siehste, sag ich doch. Der Chillfroher, dann haben wir eine improvisierte Fackel. Das wird nicht lange halten, aber es wird möglicherweise reichen, damit wir hier oben diese Dinge entzünden können. Nein, können wir nicht. Okay. Was? Hä? Sollen wir damit jetzt das... Nee. Hä? Was? Es muss schon lange her sein, dass Tageslicht reingekommen ist. Ja. Ach, da oben. Die zuerst, ja? Die zuerst. Gut. Nicht, dass wir hier noch verbrennen. Das ist weg. Diese eine Lichtquelle soll reichen? Das ist aber mutig. Okay. Gut, wen haben wir denn da? Es will nicht offen bleiben, denn ich muss den Mechanismus beschädigen, wenn ich will, dass die Tür offen bleibt. Okay, mit dem Messer können wir vermutlich hier nicht besonders viel erreichen. Doch, oh, tatsächlich. Ja, cool. Ja, cool. Aber, ich sag's nochmal, die fehlende Lichtquelle. Das war so Indiana Jones-mäßig. So, Tempel des Todes war das doch, glaube ich, ne? Okay, was haben wir denn da? Gefundene Sammlerobjekte. Ja, ja. Okay. Was haben wir hier unten? Das ist eingegraben. Okay, so. Das können wir bestimmt mitnehmen. Jawohl, können wir. Und hier sehen wir, wie die drei Statuen da hinten gebastelt sein müssen. Okay, nach vorne, nach rechts. Nach links. So, nach vorne ist okay. Der nach rechts, aber der... Oh, können wir noch gar nicht bewegen. Warum nicht? Weil ihm der Hut fehlt. Krone. Okay. Gotcha. Alter, wo sind wir hier? Das ist ja wohl ein Ding. So, moin. Diese Statuen sehen aus wie... das habe ich schon irgendwo gesehen. Ja, einer fehlt ein Arm, der andere eine Krone. Gut, Arm kriegen wir hin. Aber erst einmal, es wird gewimmelt. Juhu! So, wir haben eine Feuersteinklinge. Bin ich auch direkt drauf. Diamantherz, Holzstange, Schriftrolle, Skarabäus. Diamantherz? Nee, das ist ein Diamant, aber kein Herz. Das ist ein Diamantherz. So, Holzstange, Schriftrolle, Skarabäus. Schriftrolle ist hier. Ja, so läuft, ne? Skarabäus.
Was kann ich mit dir machen? Oh, ein Löwe und ein Ankh sind noch offen. Da ist der Löwe. Guck an. Haben wir die schon mal? Okay. So. Hier können wir das. Das war ein Versehen. Das tut mir leid. Seil ist hier. Skarabäus, Steinarm. Skarabäus, ein Steinarm. Blume, Speer. Speer. Blume. Und eine Katze. Da ist die Katze. Skarabäus und Steinarm. Natürlich. Skarabäus. Skarabäus, Skarabäus. War das nicht ein Lied von Queen, glaube ich, ne? So. Hä? Skarabäus und Steinarm. Das kann ja jetzt nicht so schwierig sein, ne? Also insbesondere der Steinarm hätte ich gedacht, dass der hier raussticht. Wo ist er? Wo bist du? Hä? Da ist der Arm? Okay. Stimmt. Und Skarabäus? Oder wie man bei uns sagen würde, Mistkäfer? Nein, das ist schon ein bisschen was anderes. Nein, 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 das ist so nicht richtig. Wo ist der Skarabäus? Hier sind einige Sachen irgendwo. Das da? Nee. Ach, da ist das Skarabäus. Ich habe immer nur nach einem Objekt gesucht, aber nicht nach einem. Naja, schon gut. Okay, neues Objekt. Ein Statuenarm. Ja, sicher. Gehen wir dir zurück. Kein Thema. So. Fühlt sich jetzt besser? Oh. Ups. Und da hat er das Ankh verloren. Das Ankh wiederum gehört hier hinein. Warum hast du das überhaupt? Hast du ihn geklaut? Was? Was ist jetzt? Können wir den, was immer das ist, den Ziegelstein nehmen. Das ist ganz zauberhaft. Ich kann das nicht mit bloßen Händen bewegen. Das ist zu schwer. Ziegelstein hilft auch nicht. Das funktioniert nicht wirklich. Ja. Oh, okay. Aber der hat geholfen. Ziegelstein darin. Cool. Jetzt. Na, guck mal. Die waren schon coole Leute, die alten Ägypter. Halt, hier brauchen wir erstmal noch den Stern. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Klettere zur Brücke hoch. Hui! Haben wir hier Macht. Und da sehe ich schon den nächsten Stern. So, gefundene Sammelobjekte. 14 von 37. Hm, scheint uns noch ein Augenblick zu. Oh, Werkstatt. Nee, lass uns erstmal hier gucken, was es hier so gibt. Da ist irgendein Getöse. Was ist das? Von 1 von 3. Na super. Oh. Ich hab's kaputt gemacht. Das tut mir leid. Finde einen Weg durch die Schlucht. Na klar. Ach, das können wir mitnehmen. Ja, cool. Super. So, aber mehr gibt's hier nicht. Auf die andere Seite muss ich. Werde ich wohl gelotst, ne? Hier haben wir auch noch ein Gedings. Okay, ein Zahnrad. Herrlich. Ansonsten fehlt ein Spiegel, ne? Und eher eine Linse ist das wohl eher. Eine Linse. Okay, na gut, gehen wir doch in die Werkstatt. Juhu! Werkstatt. Da wird auch wieder gewimmelt, aber erstmal den Stern abgreifen, ne? Wer ist hier nicht? Nee, sieht nicht so aus. Oder? Oh, das könnten wir einfach nur so mitnehmen. Okay. Gut, hier wird nochmal gewimmelt. Lass es uns tun. 12 Schriftrollen. Numero uno. E due. Weiter kann ich dich auch wieder hier nicht zählen. Sorry. So. Das ist hier. Das zählt auch als Schriftrolle. 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 Herrlich. Das ist doch auch einer. So, hier verbirgt sich ein 9 von 12. So. Dahinter ist ebenfalls noch eine. So, irgendwo noch dahinter. Das ist doch... Okay, nehmen wir nicht. Da ist noch einer. Das ist... warte, was habe ich gerade... Wüstensturm? Was habe ich getan? Oh nein, war da so eine Überspringenschaltfläche drin? Ich habe da noch nicht alle 12 gehabt, oder? Ach, verdammt. Mist, Mist, Mist. Kleberrezept. Ja, erst rein. Wofür auch immer. Ach doch, ich weiß wofür. Für das Griffteil hier, ne? So. Moin. Jemand zu Hause? Ja, der Handschuh leuchtet. Oh, okay. Ja, danke sehr. Danke, lieber Toter. Aber da kommt doch noch was rein, ne?
Sieh, sie trägt das Symbol des Handschuhs und Horus und das Herz fehlt noch. Na, das ist aber nicht ganz richtig, ne? Denn soweit ich weiß, haben die Ägypter, wenn sie ihre Pharaonen einbalsamiert haben, die Eingeweide entfernt und in, wie heißt eine Kolypten, Kopikten oder so ähnlich, also in so kleinen Tongefäßen beigegeben. So, den nehmen wir mal mit. Hier können wir, jawohl, hier können wir irgendwas kochen. Und da fehlt die Feuerstelle, ist jetzt echt ein perfekter Ort, um alles was zu machen, was du brauchst. Dank des schmelzend heißen Feuers, das heißt nach so langer Zeit überhaupt noch aktiv ist, ne? So, können wir uns das näher ansehen? Ich denke nicht. Schürhaken? Nee, was sollen wir da reinpacken? Was sind denn? Ja, Ingredients. Was vor Ingredients? Okay. Wir werden schon oft mit der Nase drauf gestoßen, ne? Hallo? Okay, gehen wir mal zurück. Hier war doch diese Nummer mit dem... Ja, da ist der. Okay, alles klar. So, zusammen. Sonnenfinsternis. Oh, ups. Was ist das? Ein Teil vom Herz. 1 von 2. Ja, cool. So. Nee, da konnten wir aber nichts weitermachen, ne? Konnten wir nichts abgreifen. Okay. Ja, okay. Da hinten ist, sieht nach einem Ausweg aus. Ich muss dahin. Was auf der anderen Seite der Grube ist. Gut. Und zurück geht's gar nicht mehr. Ha, schade. Was wir da nicht mitgenommen haben. Tja, schade. Hier ist alles. Können wir da mitnehmen? Was ist das? Kiefernharz. Ja, ausgezeichnet. Kiefernharz ist sehr geeignet für einen Kleber. Nee, aber nicht. Oh, nicht in diesem Spiel. Okay, schon gut. Na, so ein Stößel. Brauchen wir auch nicht. Hä? Wenn wir dieses Bild da wenigstens in die Nahensicht holen könnten. Müssen wir das hier irgendwo hinstellen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich sollte mal nachdenken. Ich habe alle Zutaten aus der Anleitung zusammen. Habe ich das? Okay, das dahingestellt. Na schön. Kiefernharz. Ich muss darüber nachdenken. Ich habe noch nicht alle Zutaten zusammen. Was denkst du? Erstmal das Feuer anfachen. Oh nee, die Kohle kommt da. Ach so, die Kohle kommt da rein. Ja, okay. Gut. Schon gut. Okay, die kommt da oben rein. Ja, schon gut. Streusel, Streusel, Streusel. Na, hör mal, Leute, das haben wir ein bisschen billig gemacht hier. Menno. Gut, das Kiefernharz dazu. So, ja, jetzt müssen wir eigentlich noch umrühren. Nö, scheint nicht nötig zu sein. Selbstgemachter Kleber ist fertig. Griffteil. Tunk. Saubere Bruchstelle, ne? Alles klar. So, dann können wir hier auch rausgehen. Vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Kleber. Nein, ich denke nicht. Wieso? Ist das doch... Das passt doch jetzt super hier rein. Und das Zahnrad fehlt auch noch. Erst das Zahnrad. Okay. Und jetzt geklebter Griff. Das ist jetzt aber ein bisschen pingelig, find's nicht. Okay. Großartig. Jetzt kann ich sehen, was auf der anderen Seite ist. Hm. Noch mehr Gedönse. Lass mich raten. Aber erstmal, was? Wieso geht's hier weiter? Ich will nicht weiter. Oh. Deshalb will ich nicht weiter. Okay. Die kann ich zurückschieben. Supi. Okay. Ach, dann die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Noch mehr Tempel des Todes. Ja, alles klar. Nee, ist nicht dein Ernst. Das nehmen wir mit und das nehmen wir auch mit. Und den Stern können wir auch schon abgreifen. Was ist das da oben? Nichts, was wir brauchen. Okay. Gut. Hier ist was. Finde einen Weg, um die Fallen zu umgehen. Eine haben wir schon gehabt. Okay, da brauchen wir alle drei. Aber erstmal können wir zurückgehen. Und der Mumie ihr Herz zurückgeben. Na? Horus Boot. Ihr Säcke. So. Zack. 1. Wisch. Natürlich. 2. Yes. 3. Oh, war das knapp? Das war zu knapp, ne? Ja, das war zu knapp. So, er folgt immer einem Weg.
Jetzt müsste er irgendwie. Oh nee, hab ich mir gar nicht so gemerkt. Jetzt aber, ne? Jetzt. Ja. Cool. So. Uschi, was machst du denn hier? Lila, thank God you're alive. Yes. Akiki, what happened here? My leg. I ran into some angry demons, but don't worry about it. Don't worry about it? Hallo, wir müssen dich natürlich befreien. Ich glaube, es geht los. Ja. Haben wir hier eigentlich... okay, gut, erstmal gucken. Ich hätte ja jetzt erstmal Ausschau gehalten nach... Was da? Sieht nach einem Ausweg aus. Ja, ja. Aber wir wollen aus das hier Stücks und so. Segle zum großen Tor. Katsching! Es sieht aus, als würde mir vielleicht, dass der Einsatz auf der Brust fehlt. Natürlich. Gucken wir jetzt erstmal. Okay, wir können das da mitnehmen. Das ist cool. My leg! Nee, ist my leg. Mein Zepter. Das kann ich auf die Tasche nehmen. Oh, okay. So, hilf Akiki. Ist ja ein süßer Name, ne? Akiki. Keep going to the great gate and you'll get out of here. Ja, aber nicht ohne dich. Hallo? Ich glaube, es geht los. Und das Zeichen hier unten verrät uns, wir müssen hier noch einen Stern oder einen Diamanten finden. Jedoch sehe ich beides nicht. Ja, schon klar. Wo ist der? Hä? Was? Ich gehe mal. Nee, erstmal gebe ich ihm hier seinen Einsatz zurück. So. Hallo? Oh, okay. Und da gibt es, was auch immer das ist. Okay. Empfiehlt noch was. Wie will er segeln, wenn er den Weg nicht sieht? Oh, Thronplatte. Aha, okay. Wo ist denn hier Stern oder Diamant? Okay, nee, da ist der Stern. Okay, alles klar. Aber können wir die nicht irgendwie... Mann, du musst auch mit uns kommen. Wir können dich hier doch nicht zurücklassen. Ich glaube, es geht los. Auf gar keinen Fall. So, dann lass mal sehen. Hier nicht. Da aber. Genau, und da können wir jetzt erstmal diese drei Dinge einsetzen. So, das hilft schon mal. Gut, das ist okay. Ach, dann haben wir Zeit. Ja, fein. Oh, es wird nochmal gewimmelt. Cool, machen wir. So, Plattenschlüssel und Obeliskplatte. Was? Plattenschlüssel. Das sind Plattenschlüssel, okay. Wir müssen eigentlich diese Teile hier finden. In der Spitze. Okay. Warte mal, ich mache hier gerade meine Sachen kaputt. So. Das und das. Hier auch noch eins. Das kommt da rein. Wir müssen Getöse finden, ne? Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Hier ist noch was. Das da? Nö. Das hier könnte dazu gehören. Das da? Wir brauchen noch so einen Flyer. Und noch so eine Kanopke. So hießen die. Kanopke. Tja, und jetzt? Noch ein Flyer und noch eine Knocke. Nee, da unten ist noch was, okay. Tja, oh, ach so, okay. Gut, und jetzt haben wir die Obeliskenplatte. Obeliskplatte. Ui. So, das ist jetzt fertig, oder wie? Sieht ganz so aus, ne? Okay. Gut, dann gehen wir mal zu dem hin. Oh, wer bist du denn? Hi. Du bist ja ein munterer Geselle, was? Du kommst dahin und du kommst hier hin. Cool. Truhe im Inneren der Herbelet, was ist verschlossen? Truhenplatte. Und was auch immer das ist. Ein Beutel. Was ist das da hinten? Kommen wir da hin? Doch, wir kommen. Oh, achso. Das war knapp. Ich hätte in den Abgrund fallen können. Ach du liebe Zeit. Ernsthaft? Immer schön gegensteuern, ne? Ja, so. Ja, nee. Wie lange muss ich das machen? Da ist der Ende. Yes! Fluchtkünstler! Hey! Okay, cool. Finde einen Weg, die Fallen zu umgehen. Ausgezeichnet. Das nehmen wir mit. Okay. So, jetzt lassen wir erstmal gucken, was in dem Beutel enthalten ist. Juhu! Ich bin reich, ich bin reich.
Ich bin sicher, dass wir die gleich wieder abgeben müssen. So, hier so, ne? Das sind doch seine Augen. Na klar sind das seine Augen. So, und jetzt? Ah, kommst du, Kiki? Es ist schon cool. Segle zum großen Tor. Ja, haben wir geschafft und wir haben auch direkt das Sammelobjekt mitgenommen. So, was haben wir denn hier? Da liegt Zeugs rum. Ach, das ist nochmal, ja, okay. Das haben wir schon gesehen. So, das, hier wird das Öl mit dem Feuer gezündet. Feuer sagt man was? Es sei die Gabe der Götter. Naja. Oh, hier haben wir noch eine Maske. Ach, so viel Zeit. Und hier gehört der Torschlüssel hin, der Toreinsatz. Super. Oh, lass mich raten. Wir müssen gleich raten. Die Symbole sind dieselben wie auf der Statue gegenüber des Tores. Okay, na gut. Nee, das möchte ich nicht. Vier Statuen. Vier. Ne? So, weißt du schon. Nee. Nee. Auch nicht? Hallo? Oh. Oh, okay, gut. So, dann kommst du da rein. Alles klar. Ja, du könntest hier hineinpassen. Breiteres Gesicht, längeres Gesicht. Okay, passt. Und nun? Ja, was jetzt? Also oben müssen das Ankh und wer auch immer er hier ist sein. Oben müssen das Ankh. Ja, aber das ist auch richtig. Ja, achso, jetzt muss ich noch Feuer entzünden, ne? Feuer entzünden, klar, nichts leichter als das. Was gut. Keep Uschi? Going to the great gate and you'll get out of here. Yes, 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 I'm trying, honey, I'm trying. Okay. Nein, so nicht. Hä? Wie soll man das denn machen? Wir haben ja nichts mehr im Inventar. Also, nix. Also, in Worten null. In Zahlen N-U-L-L. Müssen wir mit denen hier noch irgendwas machen? Ach, natürlich die Fackel mit dem. Alter. Okay, gut. Wir brauchen irgendwo Feuer. Müssen wir das erst da reintunken? Nee. Direkt. Wo ist ich? Feuerio. Feuerio. Da haben wir Feuerio. So, Feuerio. Juhu. Eine brennende Fackel. Na, siehste. So, kommst du jetzt mit oder was? So, und Feuer bitte. Turn on the lights. Ja. Ne, das ist doch verkehrt. Wir hatten doch schon. Was? So. Okay. Passt. Ja, cool. Das war ja leicht. Witzig. So. This will be your end. Naja. Er sieht aber nicht mehr ganz so gesund aus, ne? Ich muss das Wasser aufhalten, bevor ich hier trinke. Ach, was da hinten war. Das nehme ich mit, okay. Was ist das? Ein Wurfspeer. Hier gehören drei Getöse hin. Drei Lego-Kurse, na klar. So, und hier, ich muss das, den Wassermechanismus hochklettern. Dazu brauche ich aber, nehme ich mal an, noch einen. Und was geht denn? Das. Ja, okay. Minus, da fehlt uns noch was. Okay. Also ein Wurfspeck, was? Ich denke nicht, warum nicht? Hm. Nee, muss ich erst das Fass da ansetzen oder was? Ich brauche etwas, um Druck auf... Was? Ein wenig Druck aufzubauen? Was? Ich muss das Wasser aufhalten. Ja, schon klar. Es geht auch nicht mehr zurück. Aha. Da, guck mal. Da ist noch ein Hammer. Okay, schon gut. Das ist super. Meine eigene Stärke reicht nicht aus. Okay. Ja, toll. Jetzt habe ich den Wurfspeck kaputt gemacht. Super.
Das nehme ich mit, das auch. So, 1 von 3, natürlich. So, hier kann ich den schon mal rein. Kann ich nicht, warum nicht? Hufspeerspitze auch nicht. Aber immerhin, das geht jetzt. Okay. Bretter. Da ist auch mal ein Gedingse drin. Ja, schön. Wie hilft mir das jetzt weiter? Gut, kann ich die Planken da wenigstens reinstecken? Das geht. Okay. Na, siehste. So, und jetzt kann ich hier oben gucken. Okay, rein Wasser. Bei dem Schädel fehlt etwas. Das wissen wir doch. So. Ja, ein zweites Gedingse. Herzlichen Dank. Und das da rein und Wasser aus. Cool. Okay, und dann wird gewimmelt. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, ne? Ja, klar. Da freut ihr euch schon drauf. Beim nächsten Mal Einstieg direkt. Hey, ein Wimmelgetöse. Na, klasse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.